Straße ganz herzlich hier begrüßen. Ich freue mich, dass Sie hier sind und wende mich schon mit der ersten Frage an Frau Professor Mazzol. Es gibt bereits zahlreiche Bücher über die Geschichte Südtirols. Wieso braucht es ein neues? Können Sie uns ein bisschen über die Entstehungsgeschichte bitte berichten? Zunächst einmal auch meinerseits schönen guten Abend. Danke, dass wir hier dieses Gespräch führen können und danke Ihnen, Frau Adami, für die schönen Fragen, die Sie mir gestellt haben. Ja, es gibt wirklich viele Bücher zur Geschichte Südtirols. Mir fielen jetzt eine Reihe von Namen ein, von Rolf Steininger angefangen bis zu Hans-Karl Peterlini oder Klaus Gatterer. Nicht nur deutschsprachige Südtiroler haben Bücher über Südtirol geschrieben, auch italienische. Es gibt von Andrea De Michele, fällt mir ein, und Carlo Romeo, jeweils Geschichte Südtirols. Hannes Obermeier ist einer der Experten. Da ist auch bereits ein englischsprachiges Buch erschienen. Ja, aber es ist so, dass die meisten Geschichten Südtirols, was der Name ja nahelegt, sich auf das 20. Jahrhundert beziehen. Das heißt, es beginnt mit der Geschichte des Landes Südtirol, so wie wir es seit 1919 kennen. Und eine Geschichte Südtirols, die vom Ötzi, also von der Urgeschichte bis in die Gegenwart reicht, gibt es nicht so viele. Da ist mir das Schulbuch für alle drei Sprachgruppen bekannt, von der Erika Kustafscher und von Carlo Romeo, diese Grundzüge des Landes Tirol. Das ist eines, was mir einfällt, was wirklich übergreifend ist, und es gibt auch von Erika Gustav schon Carlo Romeo einen ganz, ganz knappen, also noch viel knapper als mein Buch, Überblick über diese Gesamtgeschichte. Ansonsten wird es meistens so behandelt, dass also die großen Geschichten Tirols, die große Mehrbändige aus den 80er Jahren, behandelt Südtirol natürlich mit im Rahmen Tirols, und das Trentino behandelt Südtirol auch mit im Rahmen der Geschichte des Trentino. Aber eben sehr viele Geschichten, die übergreifend auf Südtirol selbst fokussiert sind, da gibt es nicht so viele. Und was die Entstehungsgeschichte betrifft, ist es relativ einfach. Es ist der Beck Verlag an mich herangetreten, sollte eine kleine Geschichte Südtirols werden, und als die Geschichte immer größer wurde, war klar, das wird keine kleine, sondern eine normal große Geschichte. Sie ist daher nicht in der Geschichte, in dieser Reihe kleine Geschichte erschienen, sondern als normales Buch, Paperback. Und der Adressatenkreis, weil Sie mich auch nach dem gefragt haben, das ist die historisch interessierte Öffentlichkeit in Südtirol und in Österreich, beider Sprachen oder aller dreier Sprachen. Ladinisch wird es wahrscheinlich nicht übersetzt, aber Italienisch wird es jetzt übersetzt, sodass es eben auch einem italienischsprachigen Publikum zugänglich gemacht werden wird. Und natürlich vor allem auch die Reisenden sollen es lesen, wenn sie historisch interessiert sind, und da kommen ja nicht wenige nach Südtirol, und ich habe noch keine Geschichtstests mit denen gemacht, die gekommen sind, aber sehr groß ist das Allgemeinwissen über die Geschichte Südtirols im Normalfall eigentlich nicht. Deswegen denke ich, es ist ganz hilfreich, wenn Sie sowas in der Hand haben. Es ist ja auch nicht schwer zu schleppen. Wirklich handlich. Sie haben in den 70er Jahren Geschichte studiert, haben dann gesagt, das ist ja auch schon betont worden, ja. Lange Geschichte gelehrt. Sie lehren immer noch, jetzt in anderer Form, nicht mehr, wie gesagt, in anderen Kontexten, nicht direkt an der Uni. Wie hat sich der Blick auf Südtirol verändert, das eine, und wie hat sich die Geschichtswissenschaft verändert? Kann man da, wie gesagt, irgendwelche Linien ziehen? Also wenn ich mit dem zweiten anfange, mit der Geschichtswissenschaft, so gibt es jetzt mehr übergreifende Forschungen. Das finde ich sehr schön. Da hat auch die Europaregion jetzt eine große Initiative gestartet. Wir haben zu dritt, also Trient, Bozen und Innsbruck, ein Forschungsprojekt, ein gemeinsames Forschungsprojekt, wo wir die gemeinsame Geschichte, wo diese so junge Grenze weniger Rolle spielt und man wirklich nach den historischen Gemeinsamkeiten schaut,
So ein Projekt betreuen wir gerade und das finde ich sehr schön. Und es ist auch generell so, dass die Zusammenarbeit zwischen italienischsprachiger und deutschsprachiger Historiografie sehr gewachsen ist, zugenommen hat. Ich denke nur an die Geschichte und Region, an diese Zeitschrift, die eben auch doppelsprachig ist und wo es wirklich darum geht, eine gemeinsame Geschichte zu erarbeiten. Und was den Blick auf Südtirol betrifft, da habe ich die Frage auch so verstanden, dass Sie meinen Blick auf Südtirol meinen. Und der hat sich sehr gewandelt, wenn ich das kurz zusammenfasse. Südtirol ist in den 70er Jahren, aber das hat auch mit dem Lebensalter zu tun, sehr, sehr eng erschienen. Und die Sehnsucht war nur hinaus und draußen in die große Welt hinein und weg von diesen hohen Bergen. Es war insofern für eine Studentin nicht so angenehm, weil hier keinerlei Verständnis für Universitäten war. Wir haben darum gekämpft, die Post eine Universität zu errichten. Ja, da haben wir also wirklich auf Granit gebissen in den 70er Jahren. Ich habe dann später aus der Sicht der Universität Innsbruck verstanden, warum die Innsbrucker so dagegen waren, weil die natürlich wollten, dass das die Landesuniversität bleibt und nicht irgendeine Universität irgendwo in der Provinz, also Innsbruck war einfach die Hauptstadt und da hat die Universität zu sein. Die haben auch noch so in Kategorien des historischen Tirol gedacht. Das habe ich dann später ein bisschen besser verstanden. Damals war ich also kreuzunglücklich, keine Universität in Bozen, kein Verständnis für das, was man an einer Universität macht und etc. Und ich habe mich gefühlt wie in einer deutschsprachigen Diaspora, wenig Kontakt mit italienischer Kultur, die kam nur in der Schule. Dort kam sie allerdings sehr, sehr wirkmächtig. Also ich habe sehr viel in der Schule über italienische Kultur gelernt, diese dort auch schätzen gelernt. Das war ein gewisser Widerspruch zwischen dem heimischen Umfeld und dem, was in der Schule passiert ist. Das Schlimmste war aber, abgesehen von der Universität, dass also das Verständnis für eine ehrgeizige junge Frau, die dann auch beruflich Karriere machen wollte und jedenfalls studieren, sehr dünn gesät war. Also da kamen immer wieder diese Sätze wie, du heiratest ja sowieso und schließlich kriegen die Männer keine Kinder, sondern die Frauen und wie man das eben kennt. Heute weiß das kaum noch jemand, deswegen erzähle ich, sage ich immer wieder gern, weil das ist unglaublich, wie sich das gewandelt hat, erfreulicherweise. Dazu haben wir aber auch einiges, glaube ich, beigetragen. Und mein heutiger Blick auf Südtirol ist der, dass sich da schon sehr viel bewegt hat, es sehr viel offener geworden ist und auch die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Sprachgruppen sich aneinander angenähert haben. Die Ladiner sind viel stärker präsent. Das war in den 70er Jahren, wurde man nicht auf Ladinisch in Bozen begrüßt, wenn man hier eingereist ist. Also das finde ich schon eine Entwicklung in Richtung auf Multikulturalität, wenn man das so nennen will. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass unter der Oberfläche nach wie vor viele unbearbeitete Konflikte hier schwelen. Deswegen glaube ich, es ist wichtig, diese Geschichte aufzuarbeiten, nach wie vor. Und was für Südtirol heute eigentlich kennzeichnet, ist dieses Überhandnehmen des Tourismus, des zum Teil wirklich überbordenden Tourismus. Und ich kann mich erinnern, wo schlichte Bauerndörfer, wie die jetzt in der Zwischenzeit, einfach zu Bettenhochburgen geworden sind. Also, aber das ist jetzt ein sehr subjektiver Blick auf Südtirol. Ich komme später vielleicht nochmal auf dieses Thema zurück. Zunächst noch einmal zwei Fragen zum Blick auf Südtirol. Der Beck Verlag beschreibt, dass die Anliegen dieses Buches folgendermaßen, und jetzt zitiere ich: Von Ötzi über Oswald von Wolkenstein bis zu den Freiheitskämpfern um Andreas Hofer. Von altsteinzeitlichen Spuren menschlichen Lebens über römerzeitliche Transitstrecken, mittelalterliche Burg- und Städtegründungen bis in das von Kriegen erschütterte 20. Jahrhundert. Das erst 1992 mit der Autonomie für die Südtiroler ein versöhnliches Ende fand. Brigitte Mazzol und Wolf Steininger erzählen die wechselvolle Geschichte dieser uralten Kulturlandschaft zwischen germanischem Norden und romanischem Süden. Zitat Ende. Meine Frage nun: Wechselvolle Geschichte, uralte Kulturlandschaft zwischen Norden und Süden.
ist Südtirol damit zur Genüge erfasst? Ich denke, damit ist schon sehr Wesentliches gesagt. Das ist übrigens ein Text, der gar nicht von mir stammt, aber mit dem habe ich mich immer sehr gut angefreundet. Der Begriff Kulturlandschaft trifft auf Südtirol einfach wirklich voll inhaltlich zu. Und das Schöne ist hier, dass sich Einflüsse aus dem Norden und Einflüsse aus dem Süden in einer wirklich fruchtbringenden Art und Weise begegnet sind. Und es ist bemerkenswert, dass der Süden Tirols, wenn man es jetzt aus der Nordtiroler Perspektive sieht, tatsächlich immer schon ein Grenzland war. Das ist jetzt nicht erst seit dieser Grenze von 1919 so. Das wird häufig übersehen. Es war der südliche Grenzraum der Habsburger Monarchie, also das Eingangstor nach Italien, und es war umgekehrt an der nördlichen Peripherie Italiens und so gesehen das Eingangstor in den deutschsprachigen Raum. Und dass diese Tatsache, dass man sich hier in einem Grenzraum und einem Grenzland befindet, auch Vorteile haben kann und nicht nur mit einer rigid gezogenen Grenze die Nachteile sieht, das finde ich, ist etwas Wichtiges, und das habe ich versucht auch in dem Buch herauszuarbeiten. Und vor allem muss man mitbedenken, dass die neuzeitlichen linearen Grenzen, wir sind gewohnt, Grenzen als Linien zu denken, und das trifft für frühere Epochen nicht zu, weil hier die Herrschaftsgebiete ineinander hineingegriffen haben, also der Fürstbischof von Brixen hat weit in das heutige Tirol hineingereicht und umgekehrt. Also diese geschlossenen Territorien und die geschlossenen Grenzen sind ein Produkt der späteren Neuzeit. Und sie sind ja vielfach auch von Osten nach Westen, darauf kommen wir später dann noch zu sprechen, einmal diese Grenzen verlaufen. Grenzräume, die nicht nur nord-südlich gedacht werden dürfen, sondern vor allem auch ost-westlich. Eine kleine Frage noch zu diesem Zitat erzählen. Das war für mich jetzt auch beim Lesen dieses Buches etwas, was für dieses Buch spricht, weil es nicht nur sachlich abgehandelt wird, sondern wirklich auch versucht, auch jetzt nicht nur Historiker, sagen wir mal so, in diese Geschichte hineinzuführen. Stört Sie dieser Begriff hier, erzählen, als Historiker? Nein, das stört mich nicht. Nein, inzwischen, also es hat Auf und Abs mit dem Begriff Erzählen gegeben. Es gab Zeiten, da wurde es völlig verpönt und man durfte nur mehr Grafiken und Tortendiagramme, wenn es die damals noch gar nicht gegeben hat, digital, aber sowas Ähnliches. Man durfte nur mehr Statistiken und Linien und so weiter machen in der quantitativen Phase der Geschichtswissenschaft. Inzwischen hat sich das wieder geändert, das Erzählen ist wieder in Mode gekommen, und ich finde, wenn man die Menschen erreichen will, dann muss man ihnen Geschichte erzählen. Also wie sollen sie sonst das Interesse dafür bekommen? Also ich kann mich mit dem Begriff Erzählen durchaus anfreunden. Zweite Frage noch zum Blick auf Südtirol. In dem Zusammenhang möchte ich auf ein Zitat aus einem der bekanntesten Romane von Gertrud Fussenegger verweisen, die Pulvermühle, Mitte 20. Jahrhundert. Dort beschreibt der unglückliche Lehrer Wagenseil unser Land folgendermaßen. Und jetzt zitiere ich noch einmal. Tirol, das heilige Land, Regnum Sanctissimi Cordis. Tridentinum und Gegenreformation. Hier hatten die Jesuiten ganze Arbeit geleistet, bis in die hintersten Täler hinein. So war die Katholizität das eine Element, das alles durchdrang, beherrschte, färbte, bis in die intimste Sphäre hinein. Das andere, mehr aufgesetzte Element war der Patriotismus. Sie haben vielleicht einmal vom Tiroler Bauernaufstand 1809 gehört. Ein Aufstand für Habsburg. Warum? Weil Habsburg katholisch war. Und gegen Napoleon und Wittelsbach. Warum? Napoleon und Wittelsbach drohten mit den Errungenschaften der Französischen Revolution. Der Aufstand war antirevolutionär, antibürgerlich, gegen die Aufklärung gerichtet. Tirol wollte keine Aufklärung und im Grunde zu Recht. Ja, zu Recht. Es konnte keine Aufklärung brauchen, wenn es seine Durchsiedlung aufrechterhalten wollte. Ein von der Aufklärung beleckter Bergbauer ist kein Bergbauer mehr. Er verlässt seinen Hof, zieht in die Stadt, sucht ein leichteres Leben.
Es gibt Lebensformen, die kein Raisonnement vertragen. Also, Tirol blieb Tirol, das heißt katholisch, antirevolutionär und patriotisch. Im Sinne des Aufstandes von 1809. Was sagen Sie zu diesem Tirol-Bild? Also das ist, wenn man es überspitzt formulieren will und polarisieren will, das ist die linke Sicht auf 1809. So wird sie auch heute noch gern erhoben gegen den Mainstream, also gegen die ÖVP-nahe Erinnerungskultur-Sicht, die der anderen ziemlich diametral gegenübersteht. Während also die eine Seite nach wie vor den Freiheitskampf beschwört und schöne Festumzüge macht, da denke ich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge an 2009, weil ich damals das Gefühl hatte, alles, was ich jetzt historisch aufgearbeitet habe, habe ich eigentlich umsonst gemacht. Das findet so statt wie vor 100 Jahren, aber wie auch immer. Das findet statt, hat inzwischen längst schon folkloristischen Charakter und soll eigentlich die Tiroler verklären. Nicht mehr 1809, das historische Bewusstsein dafür ist vollkommen verloren gegangen. Wir haben relativ viel Neues für diese Thematik herausgefunden, einen sehr differenzierten Blick darauf geworfen. Und es ist historisch gesehen wirklich sehr, sehr viel komplexer, da könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag darüber halten. Es handelte sich, ganz kurz zusammengefasst, um einen von Österreich angestachelten und von England mitfinanzierten Aufstand der unzufriedenen, durchaus unzufriedenen Tiroler gegen eine im damaligen Rechtsverständnis durchaus legitime, nämlich die bayerische Regierung. Und diese wiederum hat im Schlepptau Napoleons, so gesehen stimmt das, reichlich unsensibel, das muss man auch sagen, Modernisierungen durchgeführt, die hier einfach nicht gut angekommen sind. Wobei jedem und jeder immer noch, das ist auch eine allgemeingültige Wahrheit in der Geschichte, die eigene Haut immer am nächsten ist. Es waren vor allem die neuen Steuern, es waren die Militärkonskriptionen, dass plötzlich die Tiroler Soldaten mit dem Napoleon quasi in den Krieg ziehen sollten. Und das Verbot von traditionellen kirchlichen Feiern, die am meisten Widerstand hervorgerufen haben. Und was für mich immer das Paradoxe an dieser Erinnerung an 1809 ist, und zwar von beiden Seiten, es ist einfach viel zu undifferenziert von beiden Seiten wird's behandelt, ist die Tatsache, dass hier eine Niederlage gefeiert wird, ähnlich wie am Amselfeld, dass eine Niederlage gefeiert wird, die viel Leid und viele Opfer an Menschenleben, an Geld und Gut gefordert hat, wie immer bei solchen militärischen Auseinandersetzungen, und die wirklich Tirol ins Unglück gestürzt hat. Und das wird aber nicht als Niederlage begangen, sondern es wird als großer Freiheitskampf gefeiert. Und es wird wahrscheinlich 50 Jahre dauern, bis sich diese unsere historische Sicht der Dinge langsam auch im öffentlichen Bewusstsein durchsetzt. Wenn wir bei diesem Freiheitskampf bleiben, insbesondere auch bei Andreas Hofer, in den meisten Geschichten Südtirols, Tirols, ja, bekommt Andreas Hofer viele Seiten, ja, darf ich jetzt so sagen. Bei Ihnen ist es genau eine, wenn man ganz, ganz genau zählt, eineinhalb Seiten in einem Kapitel, das sich Reform und Widerstand nennt. Sie haben da sicher eine Entscheidung getroffen bei dieser Auswahl, inwiefern oder warum? Also da haben Sie einen ganz richtigen Punkt entdeckt und einen wichtigen Punkt. Mir ist es auch bei den vielen Untersuchungen, die wir zu 1809 gemacht haben, mir ist es dann übrigens, Klammer auf, vor allem um die Europäisierung dieses Konflikts gegangen, weil es ist 1809 gehört eingebunden in die europäische Geschichte, sonst versteht man auch gar nicht, was jetzt in größeren Dimensionen hier eigentlich zur Debatte gestanden ist. Aber um nach Tirol zurückzukehren, wir neigen eben alle dazu, Einzelpersonen zu heroisieren. Und es gab bei diesem tragischen Aufstand von 1809 sehr viel mehr Menschen, die hier aktiv mitgewirkt haben und aktiv betroffen waren mit sehr viel Leid und sehr viel Schicksalsschlägen, die bis in den Vormärz hinein sehr lange noch angedauert haben.
Es ist der Andreas Hofer deswegen leicht zum Märtyrer stilisiert worden, weil er erschossen wurde. Das war sehr publikumswirksam, obwohl in den Zeitungen kaum mehr darüber berichtet wurde. Also die österreichische Regierung hat versucht, das unter den Tisch zu kehren damals. Immerhin, das war ein Revoluzzer aus der Sicht von Metternich. Und das war das eine. Also er hat nicht dann später, ist an den Folgen der Kriegsschäden in seinem Bett gestorben, sondern der wurde erschossen. Das macht gleich was anderes als ein Sterben im Bett, so zynisch das klingen mag, soll nicht zynisch klingen. Und das Zweite ist, dass er eine sehr geschäftstüchtige Ehefrau hatte, die sehr schnell dieses Erbe am Sandhof zu einem touristisch interessanten, vor allem für die Engländer, Erinnerungsort gemacht hat. Tatsächlich hat ein Diplomant von mir herausgearbeitet, dass es über 1100 Tote waren, die damals in Tirol, nur in Tirol gefallen sind, zwischen 97 und 1809, weil die eigentlichen schwereren Kämpfe noch waren 1797. Eines meiner Lieblingsbeispiele, um einen anderen Helden wenigstens dem gegenüberzustellen, er kommt auch vor in dem Buch, ist Rupert Wintersteller, einer der reichsten Bauern in Kirchberg in Tirol, der eingesperrt wurde, gefoltert wurde, den Hof verloren hat, sein ganzes Leben verloren hat und dann eben im Bett an den Folgen dieses Gefängnisses dann gestorben ist. Und der ist so im kleinen Ort Kirchberg heute noch der Lokalheld, aber sonst kennt ihn niemand mehr. Andreas Hofer hat 1809 in den Aprilkämpfen noch überhaupt keine Rolle gespielt. Es war der Martin Theimer, den auch kein Mensch mehr kennt, der damals den Aufstand angeführt hat. Und umgekehrt ist Andreas Hofer der gewesen, der trotz Amnestieankündigung und Aufforderung zum Frieden verleitet von Pater Haspinger zur Fortführung des Kampfes letzten Endes die Verantwortung dafür trägt. Und Haspinger im Übrigen, auch das eine Geschichte, die typisch österreichisch ist, hat dann mit einer Gnadenpension sehr gut in Salzburg weitergelebt und konnte dann als älterer Herr in aller Gemütsruhe im Jahr 1858 sterben. Also es gab die unterschiedlichsten Schicksale und es gab viele schreckliche Schicksale, die einfach unter den Tisch fallen, wenn man das nur auf diese eine Figur konzentriert. Diese Folgen machen Sie in Ihrem Buch auch sehr deutlich. Ich darf nochmal zitieren, die Folgen der Rebellion, heute in der Erinnerungskultur noch immer als umjubelter Freiheitskampf gefeiert, bedeuteten für das Land und die Mehrheit der beteiligten Landstürmer und Schützen vielfach den Verlust von Gesundheit, Gut und Geld, vereinzelt auch des Lebens. Und jetzt die Frage, was hat es mit dieser Erinnerungskultur auf sich? Sie haben den Begriff ja schon vorhin genannt, ja. Wie wichtig ist die für Südtirol? Es gibt ja den schönen Ausspruch, Geschichte als Waffe. Und oft dient Geschichte wirklich dazu, zu polarisieren zwischen den verschiedenen aktuellen politischen Lagern. Und so haben wir heute in Nordtirol zwei passende Helden. Der eine Linke ist der Geismeier, den alle Sozialdemokraten und Kommunisten für den eigentlichen Hero und den Gegenhero halten. Und der andere ist Andreas Hofer von der rechten Seite her, von allen, die Freiheitskampflegende weiterspinnen. Und nun ist Michael Geismeier eine vollkommen andere Figur, aus einer vollkommen anderen Zeit. Die Habsburger haben beiden schlecht mitgespielt, das ist das, was sie verbindet. Der eine wurde versprochen, dass er freigelassen wird, vorgeladen von Ferdinand II. Und dann ist er verfolgt worden und wurde dann heimtückisch ermordet. Und der andere ist letzten Endes Andreas Hofer und die Kämpfer von 1819 von den österreichischen Truppen im Stich gelassen worden, weil die eben abgezogen sind. Es sind beide Figuren historisch interessant und was Geismeier gefordert hat damals, also Dinge, die heute selbstverständlich sind, Gleichheit vor dem Gesetz, Abschaffung der weltlichen Herrschaft der Kirche, Abschaffung der Adelsprivilegien, also lauter Dinge, die heute eigentlich erfüllt sind, wenn man so will, war für die damalige Zeit schon sehr revolutionär, vor allem also für die Habsburger, die haben das alles nicht gerne gehört. Aber Geismeier hat dafür eben auch mit dem Leben bezahlt. So gesehen sind es beides tragische Helden.
Und mir ist aufgefallen, im Jahr 2009 ist man in Südtirol mit dem ganzen Gedenken an 1809 sehr viel behutsamer umgegangen, was aufgrund der politischen Situation jetzt eigentlich klar ist, weil man auch drauf gekommen ist, es sind ja Trentiner damals gewesen, die gegen die Bayern und gegen die Franzosen gekämpft haben. Also es waren nicht nur die deutschsprachigen Südtiroler. Und vor allem war in Südtirol das Problem, man hat sehr schnell eine Mischung vorgenommen, da hat sich die Erinnerungskultur quasi überlagert oder es wurde politisch instrumentalisiert. 1809, 1959, 1984. Über 34 rede ich jetzt nicht, das war nochmal eine andere Geschichte. Man hat jedenfalls 1809 immer aktuell politisch vereinnahmt. Der Andreas Hofer war ein Deutscher, war ein Österreicher, war kaisertreu, war katholisch, war der erste Volksheld, also alles. Man kann ihn, er ist inzwischen so leer wie die Marke, so viel kann man dort hineinprojizieren. Und das finde ich, tut mir in der Seele weh, weil es gehört dem Menschen seine Würde zurückgegeben. Das ist also eine meiner, deswegen habe ich ihn auch gar nicht in dieser Form behandelt. Er verliert seine Würde dadurch, dass er auf den Schokoladen und auf den Käse überall prangt. Das ist, finde ich, einfach unglaublich. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Kapitel. Daher hat der Südtirol das nicht so einfach mitmachen können, dieses schon 1809 und dann später 1859. Und da wurde insinuiert, als ob 1809 Tirol geteilt worden wäre. Und de facto wurde es nach dem Aufstand geteilt und nicht vor dem Aufstand, dass deswegen der Aufstand stattgefunden hat. Es ist nach dem Aufstand, hat Napoleon die Bayern bestrafen wollen, weil sie sich so einen Aufstand fallen haben lassen und dann nicht einmal allein mit den Tirolern fertig geworden sind. Daher haben sie ihnen was weggenommen und den Süden dem italienischen Königreich zugewiesen. Und ja, deswegen finde ich eben, es ist unglaublich, wie viel in der politischen Kampfesdebatte und Kampfesrhetorik wieder die Geschichte verschwindet. Es ist das historische Wissen einfach nicht mehr vorhanden. Und in Südtirol hatte ich den Eindruck, weil es eben so ist, dass man hier vorsichtiger damit umgegangen ist und nicht so laut Hals jubiliert hat wie in Nordtirol. Okay, wir sprachen von Helden. Ich will auf ein Thema eingehen, von dem ich weiß, dass es Ihnen wichtig ist. Gibt es in Südtirol auch oder gab es, jetzt weiß ich nicht, gab es Heldinnen? Heldinnen. Wen würden Sie anführen? Die Frage ist, wie man die Heldenfigur definiert wahrscheinlich. Nein, ich bin keine männlichen Helden und auch keine weiblichen Helden. Nein, wichtige Frauen, prägende Frauen für die Geschichte. Ja, darf ich die Frage ein bisschen anders beantworten? Es ist nämlich so, also mir geht es vielmehr auch darum, nicht die großen Frauen jetzt herauszupicken, sondern zu schauen, wie ist die Situation der Frauen und der Männer in den jeweiligen historischen Kontexten. Deswegen eben auch dieses Faible für Rechtsgeschichte, von dem wir vielleicht auch noch sprechen werden. Es ist bei allen Themen und vor allem beim Recht, ist es ein sehr großer Unterschied, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Und das war immer schon, also vom römischen Recht angefangen bis zum modernen Familienrecht, das ja im Übrigen erst in Österreich 75 reformiert wurde. Vorher war der Mann der Vorsteher der Familie, also das Oberhaupt der Familie. Also mir geht es darum, dass es nicht nur um einzelne herausragende Frauenfiguren gehen soll, sondern generell, dass bei allen Themen die Frauen mitgedacht werden sollen und die Geschlechter. Also es hat ein Kollege, ein Junger, die können sich das heutzutage leisten, einen Aufsatz geschrieben über Demokratie und Gesichtshaar. Weil man die Männer eigentlich alle bärtig aus dem 19. Jahrhundert kennt. Und was das auch mit Männern macht, wenn sie in bestimmte Rollen eingezwängt werden, hat erst in den letzten Jahren allmählich eine etwas geschlechterbewusste Geschichtsschreibung aufgearbeitet. Aber zurück zu den Frauen. Also wenn wir bei den beiden Heroen von Andreas Hofer und Wintersteller bleiben, die Frau vom Hofer hat dafür gesorgt, dass sein Erbe lebendig blieb. Die Frau vom Wintersteller hat mehrmals versucht, den aus dem Gefängnis zu bekommen, hat selbst alles ihre eigenen Opfer gebracht, um dafür zu sorgen, dass es ihrem Mann besser geht.
Also überall waren auch hinter und neben und ober und neben den Männern auch Frauen, die hier mitgelitten und mitgekämpft haben. Wichtig ist mir zu sagen, dass in den früheren Perioden, vor allem bis zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1811, der Standesunterschied viel wichtiger war als der Geschlechtsunterschied. Es gab zum Beispiel auch im Raum Südtirol Äbtissinnen, die Landstandschaft hatten, das heißt, die hatten Sitz und Stimme am Tiroler Landtag. Und das ABGB, das eben bürgerliche Gleichheit vorsah, hat dann erst die Geschlechterunterschiede so wirklich zum Tragen gebracht, weil eben nun der Mann zum Oberhaupt der Familie erklärt wurde, während es den Frauen zum Beispiel Verfügungsgewalt über ihr Eigentum gelassen hat. Also das war ein relativ fortschrittliches, wenn man so will, fürs 19. Jahrhundert Gesetz. Es wäre an die Geschichte der Frauenbewegung, an die Geschichte des Wahlrechts zu denken, das kommt hier etwas zu wenig vor, weil das Frauenwahlrecht ja in Österreich erst 1918 gewährt wurde und in Italien überhaupt erst 1946, also konnte es jedenfalls in meinem Teil hier nicht wirklich behandelt werden. Aber wenn Sie ein paar Einzelfrauen haben wollen, dann weiß ich natürlich einige zu nennen. Das ist einerseits die ohnehin allen bekannte Margarete Maultasch als Landesfürstin, die Philippine Welser als bürgerlich-patrizische Ehefrau von Ferdinand II., die Claudia de' Medici nicht zu vergessen, die also ein Musterbeispiel einer Landesfürstin gewesen ist, dann die Kämpferinnen von 1809, Giuseppina Negrelli und Katharina Lanz. Und im 20. Jahrhundert gäbe es schon in Nordtirol jede Menge Abgeordnete für den Landtag. In Südtirol gab es das nicht, aber ich bin überzeugt, man findet also Vergleichbares auch im Süden Tirols. Es gab, und gerade diese Beispiele, die ich jetzt aufgeführt habe, zeigen, dass die rechtlichen Voraussetzungen eben andere waren. Es war für den Wurscht, wenn du die Tochter warst von jemandem, von einem Landesfürsten, dann konntest du natürlich nachher auch Landesfürstin werden. Entschuldigung, das ist unverzeihlich, aber Sie haben Themenschwerpunkte, jeder hat, jeder Historiker hat seine Schwerpunkte, auch Sie sind vielfältige Themenschwerpunkte. Eines oder einen habe ich gerade genannt, das ist Frauen, Frauengeschichte. Andere Forschungsschwerpunkte kann man vielleicht auch aus den Themen Ihrer Dissertation und Habilitation herauslesen. Das Dissertationsthema, die Autonomiebestrebungen in Trentino 1848-49, Habilitation, österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-59. Nun meine Frage, wie schwierig ist es für Sie oder war es für Sie als Historikerin, hier dann doch einen sehr weiten Blickwinkel zu finden? Da mussten Sie sich dazu, wie gesagt, wirklich ganz bewusst erziehen. Ich bleibe nicht so sehr jetzt beim Administrativen oder ich bleibe nicht so sehr, wie gesagt, im 19. Jahrhundert zum Beispiel. Ja. Wie geht das? Ja, ich finde, dass Verwaltungsgeschichte viel besser ist als ihr Ruf. Also man erntet normalerweise das große Gähnen, wenn man sagt, man interessiert sich für Verwaltung. Also alle finden das trocken und langweilig und das ist es natürlich nicht, weil gerade an der untersten Verwaltungsebene, auf der Gemeindeebene, spielt sich das alltägliche Leben der Menschen ab. Ob das jetzt um Schule geht oder um Straßenbau oder um Gesundheit, um Lebensmittelkontrolle, um welche Form auch immer, es spielt sich in der Verwaltung, auf der Gemeindeebene, auf der untersten Ebene ab. Längerfristig betrachtet ist die Entwicklung interessant. Diese Verwaltung entsteht ja erst im Laufe der Neuzeit mit einem wachsenden Bedürfnis nach Kontrolle. Und hier möchte ich einfach einige wenige Dinge erwähnen, die einfach globalgeschichtlich auch von Interesse sind. Das ist zum Beispiel das staatliche Gewaltmonopol, das die Fehde verbietet. Also erst seit es sowas wie geregelte Gewaltmonopole gibt und das heißt neuzeitliche Gesetzgebung, darf man sich sein Recht nicht per Faustrecht einfach holen. Und das ist zum Beispiel etwas, was sich in der europäischen Geschichte überall nachvollziehen lässt. Und dass Verwaltung
anwächst und immer mehr wird, erleben wir ja jetzt. Also inzwischen ist die Verwaltung zu einem Koloss geworden, der nicht mehr kontrollierbar ist. Und das haben die Leute schon im 18. Jahrhundert gesehen. Es wird immer mehr werden, weil jede Behörde der anderen zur Deckung dient, haben die Leute damals schon gewusst. Und es wird immer noch notwendiger sein, diese Dinge einigermaßen weiterentwickeln, sich zu lassen, weil eben die Notwendigkeiten immer größer werden. Aber die werden vielfach selbst geschaffen, wie man an unserer Formularitis selbst sieht. Andererseits hat dadurch, dass es eben so etwas wie staatliche Kontrolle gegeben hat, die Willkürherrschaft, wie sie eben in den Grundherrschaften vielfach gewesen ist, dass man mit Leibeigenen machen konnte, was man wollte, und diese Dinge haben aufgehört. Das heißt, der moderne Staat hat viel am Positiven bewirkt. Der Preis dafür war, dass es immer mehr Verantwortlichkeiten den herrschenden Schichten entzogen wurden. Die haben sich auch nicht mehr verantwortlich gefühlt, weil ohnehin ein Bürokrat für sie die Sachen kaum geregelt hat. Das heißt, es gab den sozialen Abstieg der vormaligen Adeligen und der Kirche, der Autoritäten, den sozialen Aufstieg. Es konnte, jeder Bergbauer konnte es, wenn er einigermaßen lesen und schreiben konnte, dann zu einem hochrangigen Juristen bringen. Diese Prozesse verlaufen quasi in Wechselwirkung zueinander. Und der Nachteil ist, dass die persönliche, private Verantwortung verloren gegangen ist. Der Vorteil war, dass wir einfach auch nicht mehr der Willkür einzelner Personen ausgesetzt sind. Gibt es da zentrale Phasen, die man da unbedingt nennen sollte in dieser Entwicklung? Ja, das ist vor allem seit der Aufklärung, seit dem späten 18. Jahrhundert. In der Untersuchung, die Sie hier erwähnt haben, habe ich ganz schön nachzeichnen können, wie eben Metzger und Schneider und Schuster, die vorher am Land eben diese Tätigkeiten ausgeübt haben, zunächst herangezogen wurden, um die Katastermappen zu führen. Und ihr Sohn war dann schon etwas weiter und wurde dann schon Distriktskommissär. Und der hat dann über den Grundherrn dort in der Lombardei gesagt, na Moment, so kannst du das nicht machen, weil der Chef hier in diesem Ort bin ich. Und da gab es natürlich auch jede Menge soziale Konflikte. So würde ich sagen, spätes 18. durch das 19. Jahrhundert hindurch bis jetzt und wie das weitergeht. Also wenn ich in Südtirol Formulare ausfüllen muss und für 200 Euro ungefähr 10 Formulare notwendig sind, dann denke ich mir manchmal, das ist jetzt wirklich der Höhepunkt überschritten. Es kann es eigentlich nur noch abwärts gehen. Ja, aber das ist, also Historiker beschäftigen sich bekanntlich nicht mit der Zukunft. Okay, ich möchte ein bisschen auf ein Thema zurückkehren, das Sie schon genannt haben, das Thema der Grenzen. Sie haben versucht, in diesem Buch einige rote Fäden zu ziehen. Einer davon scheint mir dieses Thema Grenzen. Wie wichtig ist das jetzt für Südtirol? Was lässt sich an diesem Thema auch sagen? Ja, darüber haben wir kurz schon gesprochen. Ich finde, Grenzland ist eigentlich die Signatur von Südtirol, wobei das Bemerkenswerte ist, dass eben nicht die heutige Grenze ist, mit der die meisten sich inzwischen abgefunden haben, einige immer noch hadern, aber jedenfalls ist sie selbstverständlich. Und um diese Grenze wurde übrigens nicht erst 1919 gekämpft, sondern schon sehr viel früher. Im nationalistischen 19. Jahrhundert gab es jede Menge Konflikte. Das wurde eben in dem Historiker-Projekt herausgefunden. Darum, wo eigentlich genau nun die Grenze verlaufen sollte, da sie nun ja nicht am Brenner verlaufen ist, aber sie sollte dort verlaufen. Dieser Mitarbeiter von mir, der hat eine sehr spannende Untersuchung über die Eroberung der Cimarodici, also des Zwölferkogels, wo die einen und die anderen ihre Fahnen gehisst haben, um zu zeigen, der Kogel gehört uns. Also, und diese Grenze wurde bereits im 19. Jahrhundert heftigst gerungen und debattiert. Aber die eigentlichen Grenzen, die traditionellen Grenzen, waren eben keine Linien, keine Verläufe, sondern Grenzsäume, Grenzräume. Und sie verliefen vor allem auch von Ost nach West, wie ich kurz schon angedeutet habe. Also am Bustertal, an der Grenze zum Bustertal, war in etwa die Grenze zum slawischen Einfluss. Und das war eine lange wirksame Grenze am Eingang dort zum heutigen Bustertal. Und es war der Schweizer oder Churer Einfluss in den Finchgau herein, wo letztendlich der Bischof von Chur weit in den Finchgau herein mitregiert hat.
dann ist der Trientner Einfluss reicht weit über Bozen hinaus bis in die Meraner Gegend hinein, wo man am Wigelkirchel, am Wigeljoch deutlich sieht, hier hat der Bischof von Trient seine Grenze markiert. Also das war so eine Möglichkeit, die Grenze zu markieren. Also vielfältige Grenzen oder hinterm Berg, eine Südtirolerin, deren Erinnerungen ich herausgegeben habe, die hat immer geschrieben, ja, die anderen hinterm Berg, das war im Unterland, also bei Gfrill. Und hinterm Berg waren schon die Ladiner. Ja? Also auch hier eine Sprachgrenze, die aber alle fließend und eigentlich Übergänge gewesen sind. Also das Land ist eigentlich durchzogen von traditionellen Grenzsäumen und Räumen. Und das ist ein Vorteil, denke ich. Schön. Das, was mir auch an diesem Buch gefallen hat, und wirklich eben auch immer wieder versucht, diese verschiedenen Perspektiven zu finden, ja, wirklich auch bewusst zu machen. Es gibt nicht nur diese eine oder diese einen Grenzen, sondern wann war das, wie, warum. Ja? Und vor allem auch diese Südtirol-Geschichte mit der übergreifenden, also mit der europäischen Geschichte, immer wieder in Zusammenhang zu bringen. Einige zentrale Momente kann ich vielleicht ganz schnell zitieren. Der Investiturstreit in Südtirol zum Beispiel. Oder auch, und das glaube ich ist was noch interessanter, die besondere Entwicklung der Stände, auch des Adels in unserem Raum. Vielleicht könnten Sie da noch ein bisschen auch genaueres ausführen. Auch im Vergleich zum europäischen umliegenden Land, wenn man so will. Ja, ich habe mich immer darum bemüht, im Vorfeld, also bevor es auf Tirol und Südtirol eingeht, im Vorfeld die europäische Geschichte zu skizzieren, um den größeren Zusammenhang herzustellen, weil mir das wichtig war, auch die Makroperspektive einzunehmen. Also bildlich gesprochen wollte ich nicht aus dem Gewebe einen Faden herausziehen, sondern mehr oder weniger das ganze Gewebe zeigen. Stichwort Investiturstreit, nur zwei Sätze. Also wir reden hier vom späten 11. und frühen 12. Jahrhundert und es geht darum, wer ist das eigentliche Oberhaupt der Christenheit, Kaiser oder Papst. Und in dem Zusammenhang war die Brennerroute wichtig, weil die Kaiserkönige nach Rom mussten, um sich vom Papst krönen zu lassen. Und entsprechend waren diese Positionen, Brixen und Trient, für beide Seiten sehr interessant. Und man musste dort Leute hinsetzen, die treu waren. Vor allem durften die keine Söhne kriegen, die dann irgendein Erbrecht in Anspruch nehmen wollten, sondern eben Bischöfe, die man beliebig absetzen und wieder einsetzen konnte. Und wenn einer gestorben ist, konnte man dann seinen Günstling dorthin setzen. Das heißt, der Ursprung unseres Landes besteht darin, dass diese bedeutenden Bischöfe, die dann bald Fürstbischöfe wurden, sowas wie Souveränität errungen haben in diesem Spannungsgefüge zwischen Königen, Kaisern und Päpsten. So gesehen spielt immer wieder dieser Raum eine entscheidende Rolle und die Akteure, also die Fürstbischöfe von Brixen und Trient mit ihren Gefolgsleuten, wurden hier immer eingebunden. Und je nachdem, ob sie auf der richtigen Seite gestanden sind oder nicht, hatten sie entweder Privilegien verloren oder Privilegien bekommen. Beide wurden relativ schnell wirklich zu staatlichen, fast protostaatlichen Souveränen. Und entsprechend wichtig waren auch die Grafen, die ja die Vögte von diesen Bischöfen waren und für die weltliche Gewalt zuständig waren. Die Grafen von Tirol sind mächtig geworden als Vögte dieser Bischöfe. Und warum die Bauern und der Adel in Tirol eine wichtige Rolle spielen. Der Adel spielt überall in Europa eine wesentliche Rolle. Das heißt, der Adel stellt die Stände und die Stände haben Mitspracherecht. Es gibt Landtage und an den Landtagen herrscht im Grunde der Adel. In Tirol sind sehr früh schon auch die Städte und die Bauern mit auf den Landtagen. Das ist deswegen ermöglicht gewesen, weil die Landesfürsten gegen die anderen mächtigen Adeligen sich mit den Städten und mit den Bauern verbündet haben, sodass die ihnen häufig Privilegien, unter anderem eben auch diese Landstammschaft gegeben haben. Darauf sind die Tiroler ja immer noch bis heute stolz. Also das kann man in sämtlichen mehr oder weniger populären Geschichtsbüchern lesen. Die Freiheitsliebe beginnt nicht erst seit 1809, sondern wir waren immer schon freie Bauern, so ungefähr. Das ist auch so eine Legende. Das hatten übrigens, wenn man die Schweizer anschaut, natürlich auch andere Alpenländer.
dass die Bauern ein Mitspracherecht haben. Auch das Amt des Landeshauptmanns, glaube ich, ist historisch nicht ganz uninteressant, auch im Wechsel oder zwischen Gouvernator, Landeshauptmann. Können Sie da vielleicht ein bisschen noch für die Zuhörer das Ganze ausführen? Ja, das war ein Streitpunkt, eben genau im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert beginnt es, dass der österreichische Staat gefunden hat, also Landeshauptmann schön und gut, aber eigentlich soll der uns, nämlich der Wiener Zentrale, verpflichtet sein und nicht den Tiroler Landständen. Landeshauptmann wurde von den Ständen gewählt und bestellt und hat die Interessen des Landes verkörpert. Gouverneur, staatlich ernannt, sollte die Interessen des Staates verkörpern und vertreten. Und man hat sich auch das typisch österreichisch dann häufig darauf geeinigt, dass das Amt vereint worden ist. Das hat die armen Leute häufig zerrissen, weil sie nicht wussten, wes Diener sie jetzt eigentlich gewesen sind. Man hat es dann auch wieder getrennt. Und das Thema Föderalismus ist natürlich in Österreich bis heute ein brisantes Thema. Also unsere ganzen Corona-Regeln werden von den Landeshäuptlingen mitentschieden und Landeshauptfrauen mitentschieden und nicht nur von Wien aus vom Bund geregelt. Also so sieht man, wie sich die historisch gewachsenen Strukturen einfach lange durchbausen. Wobei ich noch einmal sagen möchte, Südtirol, das war die Grafschaft Tirol einerseits, das waren die Fürstbistümer Trient und Brixen, und es waren Enklaven von Chur und von Innichen und von Freising etc. Das alles war dieses vielfältige Land bis 1803/4 und das sogenannte Kronland Tirol, dessen südlichste Peripherie dann das heutige Südtirol war, ist eine relativ junge Erscheinung und gibt es erst seit dem Wiener Kongress. Also man soll mir bitte nicht mit der tausendjährigen Geschichte Tirols kommen. Also das ist einfach eine junge Geschichte eines Kronlandes. Das, glaube ich, ist jetzt ein ganz guter Moment, auf die Anlage des Buches einzugehen. Eben, es ist doch nicht ganz leicht, der Versuch, die Geschichte unseres Landes auf ca. 280 Seiten darzustellen. Mit dem Problem natürlich, dass Sie sicher auf das eine oder andere Detail, das Ihnen auch wichtig war, ja, verzichten mussten, das ist klar. Sie haben insgesamt 15 Kapitel für die Geschichte ausgewählt. Ich darf Sie kurz vorstellen und dann die Frage an Sie, nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen? Die letzten drei Kapitel hat Rolf Steininger geschrieben, ja, und eben die zweite Frage dann auch, wie hat sich diese Zusammenarbeit gestaltet, aber vorher ganz kurz der Überblick über die Kapitel. Es beginnt mit grenzenloser Alpenraum, Kapitel 2 an der Peripherie des Imperium Romanum, gefolgt von unterwechselnden Herrschaften, wem gehört das Land. Kapitel 4 heißt zwischen Kaisern und Päpsten, Kapitel 5, eines Fürsten Traum, da werden Sie schon wissen, wer gemeint ist, ja. Die Landwerbung Tirols. Das nächste Kapitel, Tirol wird österreichisch. Gefolgt von zwischen Fürst, Bischöfen und Ständen, die Festigung der landesfürstlichen Macht. Nächstes Kapitel, an der Schwelle zur Neuzeit, im Zentrum und am Rand der großen Politik. Dann folgt Heiliges Land, die Zeit der Gegenreformation. Nächstes Kapitel am südlichen Rand der Monarchia Austriaca. Dann Reform und Widerstand. Das letzte Kapitel, das Sie geschrieben haben, gell? Deutsche und italienische Nation, verfeindete Nachbarn. Und die letzten drei Kapitel sind dann Kapitel fürs 20. Jahrhundert, also der Erste Weltkrieg und die Teilung Tirols. Faschismus und Nationalsozialismus, der schwierige Weg zur Autonomie. Sie merken ein bisschen, die Titel sind ein bisschen unterschiedlich, wenn ich auch das betonen darf. Was mir, wie gesagt, hier wirklich gefallen hat, ist auch, dass im Titel dann doch versucht wird, einiges auszudrücken. Nicht nur ganz sachlich zu sagen, so ist es, sondern auch ein bisschen mehr zu transportieren, bitte. Ja, danke. Ich habe mich ja wirklich darum bemüht, mit den Titeln tatsächlich ein gewisses Interesse schon im Titel zu erzeugen. Und es ist abgesehen von der ganz frühen Zeit, das heißt eben auch grenzenloser Alpenraum, und es geht im Grunde um die ersten drei Kapitel, wo klare zeitliche Strukturen auch nicht wirklich möglich sind. Man hat da sehr wenige Quellen auch, also es gibt weder ganz klare räumliche noch klare zeitliche Strukturen.
Also abgesehen von diesen ersten Kapiteln sind die Kapitel 4 bis 12, die folgen eigentlich den Jahrhunderten. Und es ist gut gegangen, es hat mich überrascht, aber es ist tatsächlich so, dass es pro Jahrhundert ein Kapitel gibt mit den entscheidenden europäischen Entwicklungen, die für dieses Kapitel charakteristisch sind. Und dann kommt also das mit dem Raum Tirol. Also es beginnt im Grunde mit der Festigung der Fürstentümer Briesen und Trient im 13. Jahrhundert bis zu den Nationalitätenkämpfen im 19. Jahrhundert und so ist also jedes Kapitel grosso modo ein Jahrhundert und die Signatur des Jahrhunderts ist im Titel enthalten. Reform und Widerstand zum Beispiel zielt eben auf das Reform 18. Jahrhundert, wo unglaublich viele auch von Joseph II. Reformen durchgeführt wurden und wo eben das auch in Tirol tatsächlich greift zum Teil und eben auch der Widerstand gegen diese zu radikalen Reformen sich manifestiert hat. Und mein Co-Autor Rolf Steininger, der Experte für die Südtirol-Geschichte des 20. Jahrhunderts, war dann so freundlich und hat die letzten drei Kapitel übernommen, weil er der Experte für das 20. Jahrhundert schlechthin ist. Und wir haben hier nicht viel zusammengearbeitet. Er hat einfach seine drei Kapitel verfasst. Ich hatte eben da nur ungefähr die bisherige Struktur gegeben und ansonsten habe ich ihn da freie Hand gelassen. Okay, es ist trotzdem ein schönes Ganzes geworden. Ja, finde ich auch, sicher auch, ja. Ich möchte jetzt noch gerne drei Fragen stellen, bevor ich auch Ihnen die Möglichkeit gebe, vielleicht die eine oder andere Frage noch an Frau Professor Mazzol zu stellen. Aber drei Fragen wären mir noch ganz wichtig. Und zwar das eine ist Sine Ira et Studio, die Frage an die Historikerin. Ja. Der Tacitus, wissen das ja, hat das gefordert. Das kann man dann natürlich jetzt lange diskutieren, machen wir jetzt nicht. Ja, ich lasse das Zitat einfach so stehen. Größtmögliche Sachlichkeit ziert einen Historiker. Ich glaube, und das wird immer stärker bewusst, Geschichte lebt ja auch ganz stark von der Perspektive, aus der man die Vergangenheit betrachtet. Die Innenperspektive, die Außenperspektive, die Ereignisperspektive, Sozialperspektive, Wirtschafts-, Münz-, Verkehrs-, Verwaltungs-, zählt jetzt nicht alles an, Religions-, Tourismus-, Rechtsgeschichte, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte und so weiter. Vor allem aber noch etwas ganz, ganz Wichtiges, die Meta-Betrachtung der eigenen Arbeit, ja, die Wissenschaftsgeschichte. All diese Perspektiven sind im Buch zu finden. Das halte ich, wie gesagt, für ganz, ganz spannend, ja, wenn man da mal schaut, was ist jetzt der Schwerpunkt, ja, der dann noch eingewoben wird, ja. War es schwierig für Sie, all diese Perspektiven zu verbinden, zu vereinen, in ein Buch zu bringen? Ja, das lernt man in einem langen Historikerinnenleben. Wobei ich sagen muss, dass das natürlich zum kleinen Einmaleins zählt inzwischen bei der Geschichtswissenschaft. Das hatten die Positivisten des 19. Jahrhunderts noch nicht so, aber inzwischen ist ganz klar, wir können keine objektive Geschichte schreiben. Es ist das Bemühen darum, möglichst über den Dingen zu stehen und mit Werturteilen sich möglichst zurückzuhalten. Aber dass wir alle von einer Perspektive aus agieren, das ist natürlich klar. Und erstaunlich ist, dass das schon im 18. Jahrhundert die Leute gewusst haben. Es gab einen Historiker namens Johann Cladenius, der schon im 18. Jahrhundert bei den Historikern von Sehepunkten gesprochen hat. Also es ist unterschiedlich, je nachdem, von welchem Sehepunkt jemand ausschreibt. Und ich versuche immer wieder, verschiedene Sehepunkte einzunehmen und auch zu reflektieren, warum ich sie einnehme. Und das finde ich, haben Sie sehr schön gesagt, die Metaebene nicht zu vergessen. Also ich habe auch immer wieder versucht zu sagen, was es für Quellen gibt, also warum man das überhaupt weiß. Also ich kann ja bald einmal was erzählen. Das ist übrigens etwas, wo ich finde, dass an der Schule das viel stärker gefördert werden sollte, im Zeitalter von Google etc. Wo kommen die Informationen eigentlich her? Also woher weiß ich überhaupt was über die Langobarden? Ja, weil ein Paulus Diakonus darüber geschrieben hat. Und das ist schon wieder gefärbt. Aber ja, wie auch immer, also meine Perspektiven sind einmal natürlich die einer Frau, daher diese Frauengeschichte. Das wäre ja sinnlos zu sagen, dass
dass man nicht persönlich betroffen ist. Wir haben ja damals in der Hochphase des Feminismus auch für bewusste Parteilichkeit gekämpft. So weit bin ich eigentlich nie gegangen, aber dass es natürlich ein Interesse ist, ist klar. Dass es dieser Raum ist, der mich interessiert, hängt auch wieder mit meiner Sozialisation zusammen. Südtirol, Italien, Österreich, alle drei gleich wichtig, gleich wertvoll, gleich teuer und möchte keines von beiden missen und bin froh, dass ich beide Staatsbürgerschaften habe und gemeldet bin in Österreich und in Italien. Und entsprechend fließt es auch ein und ich hoffe, dass man das merkt, dass hier die Liebe letztendlich zu diesem Raum und zu diesem Land auch an den verschiedenen Seiten erkennbar ist. Dass etwas eingesetzt hat, wo ich sehr deutlich dagegen bin, und das ist auch eine persönliche Betroffenheit, weil ich das selbst erlebt habe, diese Spannung zwischen den zwei Nationen. Der Nationalismus des 19. Jahrhunderts hat wirklich wenig Gutes gebracht und es sind jahrhundertelang die Menschen ohne dieses Phänomen ausgekommen. Es ist immer wieder auch eine Frage, wie kann das sein? Und man weiß inzwischen, es ist natürlich der Preis für die Demokratisierung. Nationalismus, Nationalisierung und Demokratisierung hängen ganz eng zusammen. Aus meiner Sicht ein zu hoher Preis für die Demokratisierung und man könnte das eigentlich wieder langsam zurückfahren. Ich reise gern, das ist auch ein Punkt. Alle Menschen reisen gern und wenn man in die Geschichte reist, dann muss man genauso mit neuen Augen auf die Geschichte schauen und sie nicht als etwas Bekanntes betrachten. So wie wenn ich mit meinem eigenen Sauerkraut nach Indien fahre und dort im Wohnwagen Sauerkraut esse, werde ich von Indien auch wenig mitbekommen. Und wenn ich mit der Brille der Gegenwart auf die Vergangenheit schaue, dann habe ich nichts von ihr und gewinne nichts aus ihr. Das heißt, dieses Bemühen, sich in die jeweilige Zeit zu versetzen und wirklich in den Schuhen von 1809 sich vorzustellen, wie ist es damals tatsächlich gewesen, gibt ja den berühmten Ranke-Ausspruch, wie es eigentlich gewesen ist. So gesehen bin ich in dieser Sektion der Geschichtswissenschaft bin ich Historie, also dem Historismus verpflichtet, weil ich einfach viel verstehen will, um daraus auch für die Gegenwart zu lernen. Und eben die Metaebene, die Sie erwähnt haben, halte ich für unverzichtbar. Immer wieder zu sagen, warum sage ich das? Oder erkennbar zu machen, warum ich was sage und worauf ich meine Informationen stütze. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort. Jetzt kommen noch zwei kleine Fragen. Identitätsstiftung halte ich auch für einen ganz wichtigen Begriff für Südtirol, aber auch im Buch kommt der Begriff wiederholt vor. Bitte. Über das Verhältnis von Deutschland und Italienern meine ich. Also das ist einfach, kommt immer wieder vor, habe ich aber versucht in die unterschiedlichen Kontexte zu bringen. Also wenn im 17. Jahrhundert die deutschen Weinbauern gegen die italienischen Seidenraupenzüchter agitiert haben, dann war das ökonomisch bedingt und es war ein Zufall, dass die halt gerade die Italiener, weil sie im Süden bei Rovereto waren und die anderen waren weiter nach oben, aber das hatte kaum nationale Komponenten, sondern es waren massive ökonomische Gründe. Die Geschichte mit den Kaisern und den Päpsten, das wäre geradezu absurd, da irgendeine Nationalität hineinzukonstruieren. Also das war einfach völlig andere Kategorien. Da ist darum gegangen, dass jemand, der Fürst, Erzbischof von Trient, ein Fürst des Heiligen Römischen Reiches war. Das konnte ein Deutscher, ein Italiener oder wer auch immer sein. Das hat, wie gesagt, also die Nationalisierung des Diskurses des Öffentlichen und dass man sich immer mehr versteht als Italiener oder als Deutschsprachiger oder als wer auch immer, sind die Tschechen zum Beispiel, war das eine österreichische Nation? Das ist eine Lieblingsfrage von mir, ja. Wie viele unterschiedliche Nationen hat es in diesem Österreich gegeben? Das hat erst das 19. Jahrhundert mehr mit erfunden und zwar mit dieser fatalen Leitidee eines ethnisch homogenen Einheitsstaates, als ob es, das ist ja eine völlige Illusion. Es gibt keinen ethnisch homogenen Staat. Und wenn man von einem solchen träumt, dann hängt man einer Illusion nach. Und man kann auch in multiethnischen Staaten relativ gut leben, vorausgesetzt man respektiert, dass die anderen eben anders sind. Also in dieser Vielfalt, ein Kollege von mir hat ein schönes Buch geschrieben, Vielheit couragiert leben.
da geht es um den Islam und nicht um Italien oder Österreich oder Deutschland und so weiter. Aber um das geht es, dass man einfach anerkennen kann, andere sind anders und haben die gleiche Berechtigung, hier zu sein, wie ich selbst habe. Also ganz kurz jetzt darauf noch die kurze Frage, eine relativ kurze Antwort. Danke. Ich würde jetzt an das Publikum weitergeben. Bitte, haben Sie noch oder möchten Sie noch Fragen stellen an Frau Professor Manzol? Bitte. Vielleicht noch eine Frage zur Identitätsstiftung. Wir sprechen ja heute oft davon, dass Südtirol nicht nur in Abgrenzung leben kann, sondern auch eine Verbindung zwischen Nord und Süd sein kann, ob das jetzt kulturell, ob das wirtschaftlich ist oder ob das auch sozial ist. Gibt es denn irgendeine Zeit in der Vergangenheit, wo diese Chance aktiv gestaltet worden ist? Also in der jüngsten Vergangenheit habe ich den Eindruck, dass genau das jetzt passiert und dass ich in den letzten Generationen, also die nächste Generation nach mir, hat das offensichtlich schon sehr viel mehr internalisiert, ein Bewusstsein für was Eigenständiges, also dieses Südtirol als was Eigenständiges. Also die würden zum Beispiel auch nicht wollen, dass sie als Tiroler bezeichnet werden. Das habe ich auch schon, selbst ich schon nicht mehr gewollt, dass da was Eigenständiges entsteht. Für die früheren Jahrhunderte kann man das deswegen nicht sagen, weil es ja diesen abgegrenzten Raum nicht gegeben hat. Und da haben sich die Identitäten völlig anders gebildet. Also ob ich der größere Bauer mit 30 Kühen im Ort war oder der kleinere oder ob ich der Knecht von sowieso oder sowieso war. Also da waren einfach vollkommen andere Kategorien für die Identitätsbildung wichtig. Und dann nicht zu vergessen das Stichwort katholisch, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber dass jemand sich als Katholik definiert, im Gegensatz zu den Protestanten. Also gibt ja vielfältige Identitätsfindungen und Möglichkeiten. Ich hätte noch einige Fragen, aber ich denke, Sie haben einen Eindruck bekommen, das war mir jetzt zumindest als Interviewend auch wichtig, ja, von diesem Buch, wie es aufgebaut ist, was ja auch, wie gesagt, Dinge sind, die diese Geschichte Südtirols ein bisschen anders, ein bisschen neu auch anschauen, für mich ganz, ganz wichtig. Dafür, Frau Professor, ganz, ganz herzlichen Dank und danke auch, wie gesagt, für dieses Interview. Und danke auch an die Akademie, dass wir hier sein durften. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, der Dank ist auf meiner Seite auch ganz klar. Also bei Ihnen auch, Herr De Gennaro, dass es hier stattfinden kann. Und für Ihre Fragen, die mich wirklich sehr inspiriert haben, noch viel dazu zu erzählen. Vielen, vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Danke.